Mit Blasmusik, Fahnen und Girlanden begrüßten die Bewohner des Moseltals 1903 den ersten Zug der neuen Moseltalbahn, die die Kaiserstadt Trier mit der Weinstadt Bulleif verband. Eine Wellblechbaracke ersetzt den im Krieg zerstörten Bahnhof. Die Stationen der Bahn gleichen einer Weinkarte. Erster Haltepunkt nach Trier, Ruwer, dann Longuich, Mering, Klüsserath und Leiben. Alles Namen, die Wohlklang haben und bei deren Musik Weintrinker die Augen schließen und die Hände andächtig über den Bauch falten, schrieb ein Chronist. Die Moselbahn folgte von Trier aus dem Flusslauf, während die Hauptstrecke bis Pünderich durch die Eifel führte. Seit 1952 beförderten die Dampfloks auf der Moselbahn nur noch Güterzüge. Für den Reisezugverkehr waren Esslinger Triebwagen beschafft worden. Das Bahnbetriebswerk befand sich in Andel, eine Station vor Bernkastel-Kues. Hier die Ohrenstein- und Koppel-Lok Nummer 211, die bis 1966 zusammen mit den beiden Elnas noch vorhanden war. Schon 1961 war Lok 11, eine 1B-Nassdampflok des Baujahres 1906, in Andel abgestellt worden. Klaus Marwitz filmte sie 1963, wenige Tage vor der Verschrottung. Dann nähert sich der Zug, der schon lange nur das Saufbähnchen heißt, der Perle der Mosel, Bernkastel, mit seinem weltbekannten Doktorwein, der Burg Landshut und den winkligen Gassen voller Geschichte und Tradition. Aber für das Saufbähnchen ist es bald vorbei mit der Tradition. Denn Silvester 1962 wird der letzte Triebwagen die 40 Kilometer Strecke zwischen Niederemmel und Traben-Trarbach befahren. Millionen Moselfreunde aus aller Welt haben sich seit Eröffnung der Bahnlinie in gemächlicher Fahrt über die Schienen, zwischen denen Gänseblümchen wachsen und manchmal Kühe weiden, schuckeln lassen. Sie genossen den Uerziger Würzgarten oder erfreuten sich am Erdener Treppchen. Und sie genossen die Fahrt vorbei an den kleinen Häusern, zwischen Obstgärten und Weinreben und dem Fluss, in dem sich spitze Kirchtürme spiegeln. Ruhe und Erholung fanden die Gäste in dem Bähnchen. Sie freuten sich von Station zu Station auf einen anderen guten Tropfen. In Kröf natürlich auf den Kröver Nacktarsch. Die 3 Stunden Fahrt sind kurz.